Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Was die Forschung betrifft, haben wir hier regelmäßig seit Beginn der Delfinhaltung Forscher aus allen Sparten, die bei uns Untersuchungen machen zu den Delfinen. Wir können natürlich nur einen gewissen Teil umsetzen, weil sonst natürlich Tierversuchsanträge gestellt werden müssen und das wollen wir nicht. Wir machen ganz viele Forschungsvorhaben, die die Forscher nutzen können bei ihren Sachen, die sie in der Wildbahn benutzen. Einfach mal, um auszutesten, wie hält denn am besten so ein Datenlogger auf einem Delfin. Das testet man nicht bei dem Delfin in der Wildbahn, wo man einfach draufsetzt, ups, abgefallen, hat nicht funktioniert, sondern das machen wir hier bei Ivo zum Beispiel. Der Ivo kommt, der lässt sich das draufsetzen, das hat gut funktioniert oder vielleicht nicht, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was an der Befestigung ändern und so. Dafür sind unsere Tiere natürlich perfekt, weil die trainiert sind, wenn man es ausprobiert. Zusätzlich ganz viele anatomische, biologische Sachen, die bei den Tieren getestet wurden. Zum Beispiel, wie sieht ein Delfin? Wie hören Delfine? Wie kommunizieren Delfine? Das wird nicht an den Tieren im Freiland erforscht, sondern das wird an den Tieren im Delfinarium gemacht. Wir arbeiten zusammen mit der Universität St. Andrews, dem Professor Dr. Janik, der bei uns seit über 20 Jahren mit der Pepina zusammenarbeitet und Pepina von Anfang, also unter anderem natürlich, aber auch mit Pepina im Besonderen, dass er wirklich von Anfang an die Kommunikation an ihr auch mit erforscht hat und wirklich sagen kann, die waren bei uns, wenn die Jungtiere da sind, haben Aufnahmen gemacht, Hydrofonaufnahmen, haben getestet, wann unterhalten sich diese Tiere zum ersten Mal mit ihren Muttertieren, wie kommunizieren die, was sind Signaturpfiffe, das heißt die eigene Unterschrift des Delfins, wie mache ich mich kenntlich, wer ich bin, mein eigener Name sozusagen. Einfach Sachen, die bei uns hier laufen. Das sind Verhaltensstudien. Wir hatten die Katrin Duczynski bei uns, die hier Forschungen gemacht hat, einfach um zu überprüfen, verhalten sich unsere Delfine anders als die Delfine, die sie in der Wildbahn erforschen. Und es ist nicht so. Es gibt dazu einen Bericht, sie sieht keine Verhaltensweisen, die irgendwie anders sind. Wie berühren die sich? Die Kommunikation ist ja nicht nur verbal, sondern es ist wirklich auch, ich berühre mich mit den Flippern, ich zeige ein bestimmtes Verhalten und genau das sieht hier keine Verhaltensauffälligkeiten, die auch immer gerne wieder angesprochen werden. Nein, wir haben hier keine Stereotypien, sondern das ist wirklich komplett normales Verhalten. Und dann natürlich auch die Echoortung, alles das. Das wird halt auch mit in den Delfinarien erforscht. Und das machen wir immer noch. Farben sehen bei Delfinen. Sowas wird eben im Zoo gemacht und das kann ich nicht draußen machen. Wir haben bei Versuchen mitgemacht, wo ausgetestet wurde, welche Töne die Delfine davon abhält, in Netze reinzuschwimmen. Wie müssen die Netze beschaffen sein, dass die reflektieren, wenn das so nah darauf ist, um die Tiere davon abzuhalten, in diese Netze reinzuspringen oder zu ertrinken dann halt in diesen Netzen. Sondern das sind ganz viele Sachen, die eben fürs Freiland interessant sind, die für die Forscher wichtig sind, die für den Schutz der Tiere in der Natur verantwortlich sind, im Delfinarium ausgetestet worden. Dass Loro Park zum Beispiel 10% seiner Eintrittsgelder in die Naturschutzarbeit der Loro Park Foundation investiert und damit in nachhaltige Naturschutz- und Forschungsarbeit. Zum Beispiel konnten hier bei den Kanarischen Inseln von 1997 bis 2011 27 tot gestrandete, aufgefundene große Tümpler untersucht werden. Auf die Todesursachen hin, auf die Rückstände, die sie uns Menschen zu verdanken haben, indem wir mit persistenten Giftstoffen immer wieder die natürlichen Lebensräume der Tiere Einleitungen durchführen. Es gibt da seit langem verbotene polychlorierte Biphenyle, die PCBs, die genau die Organochlorverbindung, die organische Pestizide, Organochlorpestizide oder auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, sind im Fettgewebe als fettlösliche Substanzen im Fettgewebe und im Lebergewebe den Tieren ganz gewaltig anreichern, was man in den Pieps hier sieht. Wenn man diese Untersuchungsergebnisse nicht hätte, wüsste man nicht, wie es mit Tieren bestellt ist, man wüsste auch nicht letztlich, wie wir ihnen helfen können, dem Übel, was wir uns vor Augen halten sollen. Die Tiere sind Bioindikatoren. Sie zeigen an, was wir mit der Umwelt, die nicht nur deren Umwelt, sondern auch unsere ist, was wir damit anfangen, wie wir uns sukzessive vergiften. Die Zahnwale, die Cetacean, die Delfinartigen, sind besonders anfällig als Spitzenglieder in der Nahrungskette. Und wer ist auch Spitzenglieder in der Nahrungskette? Wir Menschen, wenn wir Fisch essen, gerade in Regionen hier auf den Kanarischen Inseln. Und
Insoweit ist diese Grundlagenforschungsarbeit letztlich für das Überleben der Menschheit auf Dauer wichtig, ohne dazu pathetisch sein zu wollen. Ein ganzheitlich geführter, moderner zoologischer Garten investiert auch in Forschungsarbeit und Arbeit mit Universitätsinstituten, mit renommierten Instituten zusammen. Lohof hat 1994 gegründet, bis zum Jahr 2016 sind über 210 Studien erstellt worden, wissenschaftliche Arbeiten mit Unterstützung in Zusammenarbeit mit Loropark und Loropark Fundación. Wir sind alleine seit 2006, 29, wo es um die Erforschung der Orcas geht. Alleine 29 Veröffentlichungen über die Biologie und über die Gefährdung der Orcas. Alles Erkenntnisse, die eben von renommierten Universitätsinstituten und Wissenschaftlern, die mit uns zusammenarbeiten, erstellt worden sind, die kein Verständnis haben für diese verklärte Sichtweise von naturentfremdeten Leuten, die meinen, die Natur sei golden. Sie ist es leider längst nicht mehr, seit wir Menschen da sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.